Hallo. Hallo, 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 hallo und herzlich willkommen, Team Peloton, dass ihr heute am Sonntag zu unserem kleinen Community-Chat mit dabei seid. Wir sprechen heute über die Newbies und den Einstieg bei Peloton. Mich kennt ihr ja wahrscheinlich schon, wenn ihr schon ab und zu mit mir gemeinsam auf dem Bike gesessen habt oder Krafttrainings gemacht habt. Mein Name ist Erik. Ich freue mich sehr, dass ich heute zwei Newbies mit dabei habe, und zwar natürlich Ladies First, Jackie, die heute mit dabei ist. Hallo Jackie, geht's dir gut? Ja, hallo, ja. Mir geht's gut, ja. Das ist schön. Und wir haben den Flo mit dabei. Flo, wie geht's dir? Danke, gut. Hallo zusammen. Sehr schön. Ich weiß tatsächlich jetzt gerade gar nicht, wie viele Leute uns zuschauen, aber das ist auch ganz egal, denn es ist super, super interessant und spannend, mal ein bisschen was über euch zu erfahren. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall eine ganz spannende halbe Stunde. Wir haben ja normalerweise an diesem Wochenende unser Homecoming-Weekend. Das bedeutet, eigentlich wäre es jetzt die Möglichkeit, ganz eng zusammenzurücken und irgendwo auf der Welt, höchstwahrscheinlich in New York, dieses Weekend zu zelebrieren. Natürlich dieses Jahr noch nicht möglich, hoffentlich nächstes Jahr. Aber deshalb bin ich super froh, dass ihr heute mit dabei seid in dieser kleinen Chatrunde. Und deswegen werde ich euch jetzt ein bisschen ausquetschen und mal ein bisschen was zu erfahren, wie es für euch ist, bei Peloton als Newbie mitzustarten. Für alle Teilnehmer, die gerade eben zuschauen, ihr könnt natürlich gerne Fragen reinstellen, die wir hoffentlich dann beantworten können. Entweder meine Wenigkeit oder meine beiden Gäste. Und ich werde natürlich auch versuchen, ein bisschen mit euch zu interagieren, um hier so ein bisschen den Sunday Blues rauszubekommen nach dem 1. Mai. Ihr habt wahrscheinlich alle gestern hart gefeiert, wahrscheinlich alle alleine, aber das ist auch okay. Das war heute ganz entspannt. Jackie, wir fangen mal mit dir an. Seit wann bist du bei Peloton und wie gefällt es dir denn, bei Peloton zu sein? Also ich habe tatsächlich in 10 Tagen schon meinen Peloversary. Also das Bike ist bei uns eingezogen am 12. Mai letztes Jahr. Ich habe das gar nicht entdeckt. Das ist alles mein Mann gewesen. Der hat mir das gezeigt und war begeistert. Und ich habe gesagt, na ja, dann mach mal, schauen wir es uns mal an. Und dann ist es hier eingezogen. Und wir haben so mit 10 Minuten Scenic Rides gestartet. Und ich bin abgestiegen, brauchte wirklich fast ein Sauerstoffzelt. Und dachte, das kann doch nicht sein. Also ich habe wirklich vorher überhaupt keinen Sport gemacht. Und das Bike hat uns aber so in den Bann gezogen, dass wir jeden Tag drauf oder neben dem Bike irgendwas machen. Und es macht super viel Spaß. Und ich freue mich jeden Tag auf irgendeinen Kurs und habe mein Stack, der reicht nicht mit den 10 Kursen, die man stacken kann, der reicht meistens nicht. Und ja, also es macht super viel Spaß, ja. Das heißt denn, dass das Bike ist auf jeden Fall schon ein Familienmitglied geworden. Hat das Bike denn schon einen Namen bekommen? Nein. Nein. Ich weiß nur, ich habe mein Moped früher, habe ich einen Namen gegeben. Deshalb, was ich einfach, weil ich so häufig genutzt habe. Aber ich habe mein Bike, mein Bike auch Carlos genannt. Deshalb, das ist quasi der Name meines Bikes. Aber schön, dass du mit dabei bist. Und dann Happy Peloversary am 12.05. Das wird dann auf jeden Fall gefeiert. Flo, wie sieht es bei dir aus? Wie lange bist du schon mit dabei? Seit Juni letzten Jahres bin ich dabei. Habe vor kurzem meinen 500. Ride bei Myla gefahren. Leaderboard kennt ihr mich wahrscheinlich als FH. Kommt von meinen Initialien. F für Flo und H für den Nachname dementsprechend. Ja, das ging wie bei Jackie auch los. Erst entspannt 10 Minuten Rides, dann mal an die Anfänger-Rides von dir, Erik, rangetraut, mit Irene mal gefahren. Mittlerweile ist es mehr wie eine Sucht geworden fast. Ich bin jeden Tag auf dem Bike, habe im April 1380 Kilometer, glaube ich, gefahren. Ja, macht Riesenspaß, wollte es auch nicht mehr missen. Richtig, richtig gutes Konzept. Bin jetzt auch seit, wann haben wir geschrieben zum Thema Gewichten? Ich glaube, im Dezember haben wir uns über Insta mal über Gewichte ausgetauscht. Bin dann auch im Krafttraining eingestiegen, neben dem Cyclen, und habe einen Riesenspaß. Total cool. Sehr gut, sehr gut. Ich merke gerade auch schon, dass hier schon Namensvorschläge kommen für mein Bike. Vielleicht gebt ihr eurem Bike auch noch einen Namen. Also hier unten ist schon ordentlich Erisch, ist auf jeden Fall häufig dabei. Und natürlich das Klausi-Bike.
Ja? Also ich könnte es auch Klausi nennen, aber das bin ja ich. Also in bestimmten Situationen, wenn ich dann merke, okay, jetzt bin ich gerade eher der Klausi, dann möchte ich mein Bike jetzt auch nicht so nennen. Aber Flo ist auf jeden Fall, ich erinnere mich auf jeden Fall, dass wir da sehr, sehr häufig miteinander geschrieben haben und du auch am Anfang wissen wolltest, wie das jetzt mit dem Krafttraining ist, was du da machen kannst, was sozusagen so dich unterstützt. Wenn du jetzt persönlich sagst, dass du mit Krafttraining angefangen hast, war das irgendwie für dich gab es da so Momente, wo du gedacht hast, okay, ich weiß irgendwie gerade nicht mehr so richtig weiter, was ich machen soll? Gab es da irgendwelche Hindernisse? Und wie hast du diese Hindernisse dann quasi, bist du dann über den Berg gekommen? Definitiv gab es Hindernisse. Ich habe auch erst überlegt, machst du überhaupt was richtig? Wann siehst du Erfolge? Und ich glaube einfach das Thema Community, in der Community dann mit den Leuten sprechen. Ich habe dich relativ viel genervt, wenn ich Fragen hatte, regelmäßig auf Insta irgendwie, habe mich aber auch belesen. Und also ich denke, gerade das Gesamtpaket, die Community, deine Unterstützung und auch die Eigenrecherche haben da schon zu beigetragen, dass ich jetzt doch auch schon Erfolge sehe und es vor allem auch Spaß macht. Zu Beginn habe ich gedacht, boah, Core, 10 Minuten Core, danach konnte ich mich kaum noch bewegen, weil heftig und hätte nie gedacht, dass mit eigenem Körpergewicht du so viel bewegen kannst und machen kannst. Also wirklich, wirklich cool und habe daran echt Spaß mittlerweile. Cool, ja. Also ganz kurz für alle Zuschauer, auch für euch zwei, ihr nervt mich nie. Also ich gucke nicht in meine Instagram-Nachrichten und denke so, oh Mann, jetzt der schon wieder oder die schon wieder, sondern wenn ich es einfach nicht schaffe, antworte ich nicht. Wenn ich Zeit habe, dann versuche ich so viel wie möglich natürlich zu antworten und euch zu unterstützen. Es werden nur immer, immer mehr die Fragen haben und dann wird es halt irgendwann ein bisschen eng von den Kapazitäten. Aber ich bin immer super happy, wenn von euch Fragen kommen und wenn auch von euch Feedback kommt, ist es immer großartig. Jackie, vielleicht an dich mal eine kleine Frage. Du hast dann angefangen erstmal mit 10 Minuten Scenic Rides. Ja. Was würdest du jetzt gerade auch den ganzen Newbies, die vielleicht heute mit zuschauen, was sind so deine besten Tipps, gerade wenn man anfängt mit dem Peloton Bike oder mit den Peloton Workouts zu trainieren? Also, was ich nicht gemacht habe, war mit Warm-Ups anzufangen, dann ein Super Ride und dann ein Cooldown. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen, weil man ist dann überfordert von diesen Demand-Kursen. Man will eigentlich alles fahren hintereinander, 14 Tage lang. Und ich habe dann gemerkt, oh, die Beine werden schwer und jetzt hättest du doch mal ein bisschen Recovery machen sollen. Und das habe ich jetzt eingebaut. Also ich fahre manche Tage wirklich nur Low Impact oder Cooldown. Das ist sehr wichtig. Das kann ich jedem empfehlen. Stretched hinterher, das ist auch sehr zu empfehlen. Und ja, da ist viel Angebot, aber ihr habt ja das Bike da. Es hat ja Zeit und ihr könnt alles ausprobieren, aber fangt wirklich langsam an. Jackie, ich hätte das tatsächlich nicht besser sagen können. Also du hast das wirklich so auf den Punkt gebracht, was meine Tipps auch auf jeden Fall wären. Du hast es großartig gesagt, also ganz wichtig und das muss man aber auch tatsächlich dazu sagen, wo ihr zwei zum Beispiel auch angefangen habt, mit dem Bike zu trainieren, hatten wir noch gar nicht so viele Warm-Up-Kurse zum Beispiel. Das haben wir erst vor kurzem mit integriert bekommen. Muss man natürlich auch dazu sagen, ein Cliff und eine Meile sind dazu gekommen und erst dann hatten wir quasi ein bisschen mehr Kapazitäten, auch noch ein paar mehr Dinge zu tun. Deshalb dann auch unter anderem die Warm-Up-Rides. Und ich muss persönlich sagen, wenn ich wirklich leistungsmäßig mich aufs Bike setzen möchte und mich auch wirklich steigern will, dann brauche ich meinen Warm-Up-Ride, gerne 5 oder 10 Minuten, um einfach reinzukommen. Und danach gehe ich halt wirklich intensiv in das Training rein und kann dann schon in meinem Hauptworkout schon quasi in den Phasen, wo es noch ein bisschen ruhiger ist, schon einfach viel, viel intensiver fahren. Und das ist ein super, super wichtiger Aspekt. Das, was du auch sagst, Cooldown-Rides, Stretchings hinterher. Ich finde es eigentlich auch gar nicht, also das, viele sagen ja auch immer, also gerade wenn man so andere Sportarten macht, dann so auslaufen und ausstretchen am Ende ist dann irgendwie nicht so cool. Aber man macht dann nochmal 2 weitere Workouts, die mit dazu zählen, wo man dann auch sagen kann, okay, Haken dran, Haken dran. Ich habe nochmal 2 Punkte mehr gesammelt quasi. Und ich glaube, das ist ein super, super wichtiger Aspekt. Genau, Flo, du hast beim Krafttraining dann sozusagen mit angefangen. Wie viel Krafttrainings hast du jetzt mittlerweile schon gemacht? Bin ich, glaube ich, auch über 200 mittlerweile schon. Also da, ich versuche es auch zu mischen. Also wenn ich auf dem Bike bin, gehe ich da mal 5 Minuten runter, mache zum Beispiel ein bisschen Arme oder Ähnliches oder auch im Nachgang, manchmal auch vor dem Fahrradfahren, da mal ein bisschen Core. Ich meine, ich bin nur um die 200.
Das ist cool, das ist sehr gut. Also du hast schon jetzt 500 Rides, schon mehr als 500 und dann 200 Krafttraining. Das hast du auch ein bisschen später angefangen und so sollte auch auf jeden Fall dieses Verhältnis sein. Das ist auch das, was ich immer allen empfehle, zu sagen, mindestens 1:1 Krafttraining zum Cardiotraining beziehungsweise zum Cyclen, dass man einfach ausgewogen trainiert, dass man den ganzen Körper gleichmäßig trainiert und nicht irgendwie dann dahin kommt, dass man vielleicht irgendwann mal ein paar Probleme bekommt, weil man zum Beispiel zu viel Cardiotraining macht. Das kann halt bei manchen Leuten passieren, wenn sie halt zum Beispiel einfach nicht die Muskulatur haben. Es verbessert ja auch die Technik, wenn man gerade auch Krafttraining macht, um dann zum Beispiel besser auf dem Bike zu sitzen, ökonomischer zu fahren. Und das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, auch gerade wenn man anfängt, da Krafttrainings mit zu integrieren. Jackie, du hast eine... Bitte, Flo? Wie viele Ruhepausen empfiehlst du denn? Das ist absolut dem Leistungsstand natürlich auch zu unterordnen. Das heißt, wenn du jetzt jemanden hast, der anfängt mit Sport, zum Beispiel Jackie hat gesagt, die hat vorher noch nie Sport gemacht, dann würde ich zum Beispiel empfehlen, insgesamt nicht häufiger als 3-mal die Woche aufs Bike zu gehen, 2 bis 3-mal die Woche und dann gegebenenfalls 1 bis 2 Krafttrainings, 1 bis 2 Stretchings, auch nur Kurzeinheiten, das kann man dann zum Training integrieren, also zum Cardiotraining oder halt mal einen Extratag und dann halt auch so Sachen zu machen wie so ein Low Impact. Also die Starter aus meiner Sicht insgesamt so zusammengestackt, also zusammen kombinierte Classes, würde ich empfehlen, 2 bis 3-mal die Woche, circa 45 Minuten zum Beginn. Und wenn man dann sagt, ich möchte ein bisschen intensiver gehen, ich möchte jetzt auch zum Beispiel bei einem Matt Wilpers mal ein paar Power Zone Rides machen, oder jetzt auch zum Beispiel bei Ben, der das ja jetzt auch machen darf und kann, dann natürlich schon zu sagen, okay, ich gehe langsam mal mit der Intensität ein bisschen hoch und auch mit dem Umsatz und der Dauer, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt, dass man sich dann auch nicht da überlastet, aber trotzdem langsam peu à peu steigern. Und das kann man dann ja auch wunderschön sehen, wie man dann sich auch in einem Profil steigert und wie man dann da auch sieht, dass man mehr Trainings macht, was natürlich eine tolle Sache ist. Jackie. Ja, Flo. Sorry. Ein Tipp vielleicht noch für die Newbies, der 45 Minuten Low Impact von dir. Da erzählst du was über Goal Setting, also welche Ziele definiere ich. Das Ding fand ich grandios. Das hat richtig gut Spaß gemacht und ich habe es auch auf Facebook mal empfohlen und auch in meinem Freundeskreis. Und jeder, der neu einsteigt, finde ich 45 Minuten, wer sich dran traut, da auf jeden Fall mal reinhören. Absolute Empfehlung. Super lieb von dir. Der war auf jeden Fall auch, das war mir gar nicht so krass bewusst, aber ich habe im Nachgang so viel Feedback für diesen Ride bekommen. Ich weiß gar nicht, wann der war. Der muss so vor 2-3 Monaten gewesen sein, ne? Circa. Nee, noch nicht so lange her. Noch nicht so lange her? Ja. Okay. Also der ist relativ einfach. Ich glaube, ich habe auch nicht so viele 45 Minuten Low Impacts. Definitiv, aber definitiv auch die Anfänger-Rides machen, weil ich da auch sehr, sehr viel über die Technik erkläre. Sehr, sehr viel einfach auch nur dieses Steady State kontinuierliche Paddeln, damit man da einfach so ein bisschen reinkommt. Jackie, wie findest du denn unsere Community? Gibt es da was, was dich extrem motiviert? Ja, also auf alle Fälle. Also wie gesagt, ich habe das Bike seit 12. Mai. Ich habe gestern nochmal geschaut. Ich bin Mitglied bei den German Ladies seit dem 15. Mai, also ziemlich von Anfang an mit dabei. Diese Community reist einen mit. Ich kann allen Mädels empfehlen, die Newbies sind, meldet euch da an, stellt eine Anfrage. Ihr werdet wirklich 24 Stunden am Tag motiviert. Wir verabreden uns. Es ist unglaublich. Und es ist immer wieder schön, die Fahrten zu machen, die Rides zu machen. Und die Trainer grüßen die German Ladies. Wir sind, ich glaube, gestern waren es 1730 Mitglieder. Der harte Kern, also das ist... als ob man sich schon persönlich kennt und man kennt sich ja eigentlich nicht, aber dieses Bike verbindet uns so sehr, das ist unglaublich. Ich weiß nicht, ob ich ohne die Community so dran geblieben wäre, wirklich. Dein Mann Jackie ist ja auch sehr, sehr aktiv bei den German Gents, ne? Vielleicht magst du da auch mal ein bisschen berichten, das ist ja das Konkluent zu dem, was ihr als Ladies macht. Also richtig, es gibt auch für Männer eine Plattform. Ihr seid noch nicht so viele wie wir, aber ihr holt auf. Das ist auch immer ganz witzig bei uns. Also wir streiten uns teilweise um die Life Rides. Ich bin froh, mein Mann ist Schichter. Also wir teilen uns schon die Tage so ein. Also wenn er auf Tagschicht ist, muss ich bis 18 Uhr fertig sein. Wenn er auf Nachtschicht fährt und ich von Arbeit komme, bin ich dann dran und hab ich dann das Bike.
Also die German Gents, ich merke, dass ihr seid auch so, ihr verabredet euch auch. Und ich kann wirklich für die Männer die Gents und für die Damen die Ladies empfehlen. Und das macht so viel aus und macht so Spaß. Also auch die Nachrichten, die wir untereinander Facebook schicken und uns motivieren und uns anspornen, also wirklich. Ich habe vorhin ganz viele Nachrichten bekommen, dass mir alle so viel Spaß nachher, also jetzt wünschen, und ich grüße euch alle zurück, und es ist Wahnsinn. Wahnsinn, wirklich. Also das muss ich tatsächlich, das sind zwei Sachen, die ich dazu sagen muss. Die erste Sache ist, dass ich in meinem ganzen Leben als jemand, der im Sportbereich tätig ist, es ist noch nicht so lange, es sind so ungefähr ja so 10 Jahre, die ich da Erfahrung habe, 10, 11 Jahre. Ich muss sagen, ich habe noch in keinem Unternehmen beziehungsweise noch in keinem Sportbereich mitbekommen, dass Leute so intensivst sich gegenseitig pushen und sich so gegenseitig unterstützen. Was eine unfassbare Sache ist, wenn man auch drüber nachdenkt. Jetzt komme ich zu Nummer 2. Das ist ja eigentlich nur eine digitale Möglichkeit ist, sich zu unterstützen. Und wir haben am Anfang gerade relativ viele Interviewanfragen auch bekommen, wo es dann darum ging, ja, aber das ist ja vom sozialen Aspekt her ganz, ganz furchtbar. Man sitzt dann irgendwie die ganze Zeit auf seinem Fahrrad alleine, fährt irgendwie alleine die Kurse, lernt irgendwie gar keine Leute mehr kennen. Das ist doch ein ganz schlechter Trend generell für die Gesellschaft. Und es ist tatsächlich genau der andere Weg. Man lernt Leute kennen, die man eigentlich erstmal nur über den Leaderboard-Namen kennt, hat dann verschiedenste Gruppen, wo man dann drüber spricht, wo man dann sich schreibt und wo man dann auch irgendwann auch, also bei den German Ladies ist es ja auch ganz, ganz häufig so, dass sie sich dann mal irgendwo verabreden. Also das habe ich auch schon gesehen, dass ihr dann euch irgendwo mal gesehen habt und dann mal zusammen ein Käffchen getrunken habt und über Tratsch und Klatsch im Peloton Universe quasi geredet habt. Und deswegen, ich finde es großartig, und ich finde diese Energie, und das spüren wir ja auch auf dem Bike, die wir bekommen durch die Community, und auch wenn wir sehen, ich bin natürlich immer noch dabei zu gucken, okay, schlagen heute die Smiles Jäger Times die German Ladies, oder schlagen die German Ladies die German Gents? Es war bisher erst einmal so, dass die German Gents tatsächlich die German Ladies geschlagen haben von den Hashtags. Und das ist aber so, das gibt einem unfassbaren Push. Das ist so, das gibt quasi nochmal so die letzten 10% auf dem Bike. Ich weiß nicht, ob man das manchmal merkt, wenn man die Live Rides hat, dann guckt man so auf das Leaderboard und denkt so, ey, ist so geil, ihr seid schon wieder mit dabei. Und das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz großartige Sache. Es gibt auf jeden Fall super viele Grüße auch von dich, für dich, Jackie, von den German Ladies. Und schön, dass auf jeden Fall davon so viele heute zuschauen. Genau. Es gab, was, das ist, ich frage euch das beide jetzt mal, das ist ganz schön. Frankert72, ob ein schwerer Climb aus eurer Sicht, haben wir alle schon schwere Climbs gemacht, Hand hoch, wer einen schweren Climb schon gemacht hat? Natürlich, okay, hier gleich die zweite Hand mit dazu. zählt es für euch unter Krafttraining, oder würdet ihr sagen, es ist ein Cardiotraining? Gute Frage. Spannend. Also wenn es wirklich ein Heavy Climb ist, ist das, glaube ich, schon eher in Richtung Kraft. Aber klar, du hast ja auch einen Cardio-Impact dabei, weil du bist ja nicht nur am intensiven Treten, du hast deine Intervalle, wo du wirklich pusht und hohen Widerstand gehst. Aber zwischendurch paddelst du ja auch normal. Von daher würde ich schon sagen, ist Cardio mit Fokus auf Kraft, meine Sicht. Aber gerne, Jackie, Erik. Ich würde auch sagen, es ist mehr Kraft. Also ich habe nicht viele 60-Minuten-Climbs gemacht, aber ich habe im März ganz alleine für mich, ohne dass ich jemandem Bescheid gesagt habe, die 5 Stunden Haleakala-Tour gemacht, ganz alleine. Ich habe erst danach selbst meinem Mann Bescheid gesagt und habe gesagt, ich habe das heute in Angriff genommen. Und ich muss sagen, diese 5 Stunden, ich habe es mir schwerer vorgestellt. Ich habe gedacht, ich muss wirklich kämpfen, aber ich habe richtig gefeiert. Ich habe gesehen, das Ende, also die nach 2 Stunden, nach 3 Stunden, nach 4 Stunden wusste ich, ich schaffe es. Und nach den 5 Stunden, ich habe auch gemerkt, das gibt dir Kraft. Und ich bin so stolz von dem Rad runter, und seitdem fahre ich auch längere Touren. Also, und das ist wirklich super.
Also das, was ihr beide sagt, ist auf jeden Fall überhaupt nicht falsch. Man sagt natürlich jetzt nicht unbedingt, das ist ein Krafttraining auf dem Fahrrad. Es ist aber tatsächlich, wenn man jetzt längere Climbs auch fährt oder längere Zeit gegen einen höheren Widerstand fährt, muss der Körper sich natürlich anpassen und man hat dann die Möglichkeit, zum Beispiel längere Zeit einen höheren Widerstand treten zu können. Und in dem Sinne habt ihr auf jeden Fall dann sozusagen Kraft natürlich aufgebaut. Tendenziell, wenn man jetzt zum Beispiel so ein Kraftausdauertraining macht mit Gewichten oder einem eigenen Körpergewicht, mal so ein bisschen längeren Bodyweight-Kurs zum Beispiel mal gemacht, der 20, 30 Minuten geht mit mir oder halt auch mit Gewichten, dann könnt ihr auch da natürlich die Kraft steigern, die ihr dann für das Bike nutzen könnt. Also das ist dann eher so die Kraft, sage ich ja immer, ist das Fundament, also unser Strength Training ist unser Fundament, worauf wir dann die ganzen anderen Sachen quasi aufbauen können. Also umso besser wir im Krafttraining sind, gerade auch für alle Newbies, umso besser seid ihr auch auf dem Bike. Es sei denn, ihr sagt jetzt, okay, ich will jetzt halt krass ins Bodybuilding gehen und baue irgendwie 30 Kilo Muskelmasse auf oder ich möchte unbedingt ein krasses Muskeltier sein und arbeite die ganze Zeit nur irgendwie im Pumpen und mache da nichts Funktionelles. Das habt ihr bei mir eh nicht. Also deswegen ist es alles so, dass ihr da fitter werdet. Dann werdet ihr auf jeden Fall auch auf dem Bike kontinuierlich besser. Also das definitiv auch. Wir haben noch nicht im Deutschen die sogenannten Newbie-Kurse, die für den Kraftbereich. Das sind immer noch, also was, wenn ich jetzt zum Beispiel gestern meiner Tante habe ich gestern die App installiert, weil sie gesagt hat, ist das auch was für mich? Ich sage so, ja klar, ist das auch was für dich? Da gibt's ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wir haben natürlich jetzt auch Yoga, was super toll ist für dich, auch da Anfänger-Yoga. Und das ist, glaube ich, eine tolle Möglichkeit, dann da auch zum Beispiel mal 10 Minuten Warm-up zu machen, dann mal 10 Minuten Bodyweight-Krafttraining und dann ein kleines Stretching hinterher. Und das ist auch für Anfänger super gut geeignet. Und wenn es Übungen gibt, die einfach nicht funktionieren, weil es in der Stützposition ist oder weil halt mal man nicht so stabil ist in irgendwelchen Positionen oder es irgendwo zwickt, dann lässt man die Übung einfach raus, macht eine andere Übung dafür oder macht eine kleine Pause. Es heißt ja nicht immer, dass man die Workouts von Anfang bis Ende komplett durchziehen muss, gerade auch beim Krafttraining. Da kann man sich auch einfach mal ein bisschen Ruhe und Zeit geben, durchzuatmen und dann das zu machen, was funktioniert. Und vielleicht funktioniert es dann in 2, 3 Wochen. Und bei dem Bike, auf dem Bike, die Beginnerkurse sind die Kurse, die genau auch natürlich auch mit Beginner bezeichnet sind. Da gehen wir nicht aus dem Sattel, da geht es wirklich mal darum, mal zu fühlen, wie man die Pedalen treten muss, wie die Fußstellung ist, wie die Oberkörperhaltung auf dem Fahrrad ist, ob ich jetzt gerade eben wirklich richtig sitze oder ob ich da noch ein bisschen was verbessern kann. Deshalb, das ist dann sozusagen so der Unterschied, da steigt man dann langsam ein, da sind auch die Widerstände und die Trittfrequenzen nicht so hoch. Meine Mutter fährt immer noch die ganzen Anfängerkurse, obwohl ich schon zu ihr gesagt habe, na, du kannst schon mal ab und zu mal so einen Musikkurs, kannst du auf jeden Fall mal machen, aber sagst du, nö, die Anfängerkurse sind schön. Jedes zweite Mal gibst du mir einen Shoutout, das ist auch schön, da freue ich mich immer drüber. Deswegen ist es auf jeden Fall cool. Frage an Jackie und Flo. Gibt es etwas, was ihr euch wünschen würdet von unseren Trainern, gerade im Zusammenhang auch mit den Kursen für die Newbies? Jackie, magst du anfangen oder? Ich. Sorry? Mach du mal, ich überlege noch. Gerade in Bezug auf die Newbies fände ich extrem cool einen deutschen FTP-Ride, dass man da sich einfach mal reinfuchst. Das war auch so ein Thema, wo ich zu Beginn echt überlegt habe, was genau musst du jetzt tun? Habe mich dann damit auch mal befasst. Ich glaube, das ist auch ein super Thema für Newbies, sich einfach mal in die Power Zones einzulesen und da auch gezielt Power Zones später mal zu machen. Und also ein deutscher FTP wäre das, was ich mir wünschen würde. Und von dir, Erik, definitiv mal ein Kaltbrenner-Ride. Yeah. Hätte ich auch was drauf, habe ich auch schon vorgeschlagen. Mal gucken, ob das irgendwie kommt. FTP, 100% bin ich ganz deiner Meinung. Das machen ja aber natürlich nur unsere Powerzone-Coaches. Deshalb wird bestimmt irgendwann kommen. Nicht super, super, super zeitnah, das auf jeden Fall nicht.
Aber ich denke mal, da werden wir auf jeden Fall bald eine Lösung für haben, dass wir da was machen. Ich bin 100% deiner Meinung, dass es da auf jeden Fall eine deutsche Version für geben sollte, damit man das einfach alles auch ein bisschen besser versteht und dann auch ein bisschen besser weiß, wo man hingehen muss, um dann einfach auch leistungssteigernd zu fahren. Ganz kurze Zwischenfrage für dich, Flo. Merkst du durch das Powerzone-Training ganz deutliche Verbesserungen auf dem Bike? Schon. Also ich fahre jetzt aktuell primär in Herzfrequenzzonen auch noch, schaue dann aber auch auf meine Powerzones und ich merke halt, dass ich Powerzone 2 dann schon in einer geringeren Herzfrequenzzone auch halte. Also meine Fitness an sich wird besser und auch die komplette Leistung, der Output wird dementsprechend besser. Also man merkt es schon deutlich, klar. Ja. Also es ist auf jeden Fall für alle diejenigen, die dann aus dem Newbie-Bereich raus sind, um dann zu sagen, okay, jetzt möchte ich mal kontinuierlich ein bisschen mehr steigern, definitiv kontinuierlich ab und zu mal Powerzone-Rides einbauen, um auch zu sehen, okay, ich kann hier und da zum Beispiel mitbleiben, dabei in dieser Zone verbessere ich mich und sonst halt auch mal gerne ein paar Intervals von mir fahren, weil ich die auch meistens versuche, ähnlich zu strukturieren mit längeren Intervallen, wo man längere Zeit eine kontinuierliche Trittfrequenz halten muss. Genau. Jackie, hast du da noch irgendwelche Punkte, die du dir wünschen würdest von uns? Nee, ich habe jetzt gerade überlegt zu der Frage. Ich weiß, dass ich am Anfang das 4-Wochen-Beginner-Programm gemacht habe. Und ich glaube, das ist aber auch nur in Englisch. Und vielleicht fällt das dann einigen auch schwer, euch, also den Trainern zu folgen und da richtig zu verstehen, wie sie da starten und wie sie stärker werden können. Was anderes fällt mir jetzt nicht ein. Ja, finde ich auch absolut. Also sowas. Ich darf natürlich nicht so viel über die Zukunft reden, das wurde mir verboten, ne? Aber ich gehe mal davon aus, dass wir auch solche Dinge irgendwann haben werden. Zeitlich kann ich euch dann nichts sagen, aber definitiv arbeiten wir natürlich auch ständig hinter den Kulissen dran, coole Dinge zu machen, coole Dinge zu entwickeln, die gerade auch den Startern und den Beginnern bei Peloton auch einfacher gestalten. Für euch ist natürlich so, ihr habt euch da reingefuchst. Flo, habe ich das Gefühl, hat wahrscheinlich jetzt schon mehr Ahnung von Peloton als ich. Der gibt auf jeden Fall Volldampf. Also das ist auf jeden Fall super. Und aber da auf jeden Fall auch immer wissbegierig sein, immer fragen. In euren Gruppen, glaube ich, gibt es so viele, die euch auch Fragen gerne beantworten, wenn es jetzt nicht gerade eben die Trainer sind. Ich habe tatsächlich auch lustigerweise war ich gestern live mit Nico, unserer neuen Yoga-Trainerin, und da kam dann auch 2-3 Mal die Frage, Erik, wann bist du endlich wieder live? Und ich konnte noch nicht mal antworten. Dann hat jemand schon runtergeschrieben, Erik ist wieder live am 12.05. und so weiter und so fort. Und ich so, ja gut, danke, ihr wisst Bescheid. Also es ist schon schön, wie sich da quasi die Community entwickelt. Ich habe noch eine kurze Frage, und zwar, was würdest du den Anfängern empfehlen, wie sie sich für Workouts motivieren können, um Freude an dem Training zu finden, auch dran zu bleiben? Ich glaube, dass man natürlich immer erstmal seinen Trainer auch finden sollte, persönlich, und auch seine Musikrichtung. Dass man da nicht aufgeben sollte, auch mal ein bisschen was auszuprobieren, also definitiv auch mal ein paar Trainer durchzuprobieren, die einem gefallen, wo man halt Spaß dran hat. Das ist auf jeden Fall ein Motivationskick. Dann natürlich auch immer, also was mich persönlich immer motiviert ist, wenn ich mir meine Übersichten anschaue, wie viele Workouts habe ich gemacht, wie hat sich alles so ein bisschen gesteigert, wie viel besser ist mein Output geworden, was für Rides habe ich schon geschafft und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, immer eine riesen Motivation. Und ich denke mal, da kann jeder so für sich selber rausfinden, was einen super motiviert. Und wenn er irgendwelche Motivationsprobleme hat, dann kann er euch entweder anschreiben oder auf jeden Fall auch mich bei Instagram. Genau. Vielen, vielen Dank euch zwei. Schön, dass ihr mit dabei wart. Schön, dass wir kurz miteinander quatschen konnten. Ich hätte jetzt gerne noch ein bisschen länger gequatscht, aber wir haben ja nur eine halbe Stunde. Deshalb genießt euer Homecoming-Weekend. Steigt aufs Bike, macht ein bisschen Sport. Wir hatten ja heute Vormittag auch schon wirklich viele coole Workouts, die wir zusammen machen konnten. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald auf dem Leaderboard. Und natürlich an alle, die zugeschaut haben, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt gerne noch ein kleines Schlusswort bringen oder noch irgendjemanden grüßen, wenn ihr wollt.
Also ich grüße die German Gents, die German Ladies und natürlich die Smile It's Jäger Time Community. Ja, ich habe es ja vorhin schon gemacht. Ich grüße nochmal meine German Ladies. Bleibt so, wie ihr seid. Alle Newbies, meldet euch bei uns an und mehr kann ich nicht sagen. Flo, du hast das letzte Wort. Ganz liebe Grüße an die komplette Community, an die Gents, an Myla vor allem, die ja eigentlich heute dabei sein sollte und leider verhindert war. Ganz, ganz liebe Grüße. Besonders einen lieben Gruß an Pete vom Shop in Berlin. Der macht wirklich einen grandiosen Job, der junge Mann. Cool, wirklich klasse Support, großer Teil der Community auch. Danke, dass ich hier sein durfte. Macht's gut. Schön, dass ihr alle da wart. Ich danke euch auch. Tschüss.